Heute wird mit jedem Sieg mein Skin seltener. Wir starten mit dem häufigsten Skin im Spiel, bis hin zu den seltensten Skins, die fast keiner hat. Und sogar die neuesten Skins, die noch nicht mal draußen sind, werden wir spielen. Dazu müssen wir jedes Mal, wenn wir verlieren, ein Item im Shop kaufen. Der erste Skin ist Magier Barley. Okay, super Start für uns. Wir sind jetzt hier im Friedhofsfight-Modus. Und ja, Magier Barley, der häufigste Skin mit Abstand, weil man einfach nur über die Supercell-ID bekommt, also seine Mail angeben muss. Und wir sind heute in Duo-Showdown. Das heißt, wir haben halt random Teammates. Weil das ist ein kranker Start, oh mein Gott. Jetzt wird es hier schon ein bisschen tricky, wir müssen halt vor allem irgendwie hitten und das ist irgendwie eine sehr offene Map, ist nicht so geil als Werfer. So, jetzt hier der Crow, jawoll, sehr schön, slow am besten hier auf den Mortis, jawoll, oh mein Gott. Ja, das war, ist die Cubes beschützen mit der Ult einfach, dann können die nicht ran. Oh mein Gott, hä? Oh, ah, shit, okay, das war's jetzt nochmal dabei, oh, doch nicht. Schaut sich an, hier nochmal der Kill. Okay, das war jetzt lost. Oh mein Gott, nein, 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 was macht er da? Oh mein Gott, Leute, guck mal, es kommt der Crow zurück, ich kotze im Strahl. Ja, der Spike ist das, nee, oder? Platz 1 in der ersten Runde. Oh, wir haben den ersten Star-Drop, stimmt, selten, 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 super selten, super selten. Okay, irgendwas Gutes, Münzen. Die nächste Seltenheit sind Gratis-Skins, die es im Shop gegeben hat. Zum Beispiel die klassische Dynamite zu Weihnachten. Es gab Megabox-Daryl gratis. Den Ricochet auch zu Weihnachten, den alten. Roter Drache Jesse zum China-Release. Wir nehmen jetzt mal Omegabox-Daryl. Let's go. Für diese Skins müsst ihr einfach nur, ja, innerhalb von etwa 2 Wochen online gewesen sein. Ich glaube, etwa 2 Wochen konntet ihr diese Skins meistens abholen. Ja, und ich habe mich jetzt hier für Omegabox-Daryl entschieden, weil... Ja, es war halt der Abschied der Boxen und der Skin ist ohne Witz echt nice, gerade für einen Gratis-Skin. Und wir gewinnen, so wie es aussieht. Hä? Jeff? Das ist ja übel free. Schaut euch den Start an. So, instant 6 Cubes und der Edgar... Oh, Shelly, ich habe was gehört. Oh Gott, Shelly. Wie kann man da so knapp fast noch verlieren? Wir haben 6 Cubes und Shelly kontert den. Ja, also viel besser können es eigentlich nicht laufen. Der Mortis, Junge, was will der denn jetzt? Komm, wir healen erstmal kurz. Wir schießen immer so ein bisschen drauf. Es kommt noch ein anderes Team dazu. Jetzt wird es ein bisschen tricky vielleicht. Wir müssen ein bisschen schauen, was wir jetzt am besten machen. Wir rollen sogar hier drauf. Slowen den runter. Dann haben wir den ersten schon mal. Dann killen wir jetzt hier noch nicht ganz. Wir healen erstmal. Okay, ist okay. Junge, nutz doch deine Ult. Verdammt nochmal. Wie kannst du den kommen lassen? So, lang genug gewartet. Wir killen jetzt zumindest mal hier den Mortis. So. Ich weiß nicht, was die E vorhat, aber die ist ein bisschen lost. Sekunde mal. Wir können trotzdem einen Schaden machen. Die denkt, die wäre da unsterblich. So, Eve ist auch down. Danke für den Free Kill. So, zack. Und rollen. Der dachte auch, wir würden mit dem Team 16 Cubes. Oha, voll gut. So, und die Gegner bringen sich jetzt um, oder was? Was, der Teammate? Guck mal, wie sauer die ist. Da dachte ich auch nur, Alter, mein Kack-Teammate. Geil. Zweiter Win. Wir haben die Skins aus der Clubliga mit Löwe Bull. Auf geht's. Wir haben hier einfach mal eine Kiste. Also, Clubliga-Skins sind, denke ich, auch wirklich noch sehr leicht zu kriegen. Ich meine... Ihr müsst dafür einfach nur Clubliga spielen und könnt euch dann halt den Skin kaufen. Wobei die meisten wahrscheinlich dann sogar lieber für Powerpunkte oder Münzen das Ganze ausgeben. So, mein Mate ist hier schon mal... Okay, ich habe ihn noch beschützt bekommen. Crazy. Was wir jetzt eigentlich machen, ist das hier. Ah, das war der richtige, den wir getroffen haben sogar. Nice. Nicht der Schatten. So, und jetzt können wir basically eigentlich auch die hier easy killen, oder? Zack, wir gehen rein. Ah, nicht ganz so leicht, denke ich. Oh, ey, die Ult war wichtig. Okay, erstes Team ist raus, mein Mate... Oh, der ist so ungeduldig. Oh Gott. Bleib in der Ecke. Ja, ich kann nichts machen wahrscheinlich. Wir haben den schimmligen Mike. Auf geht's. Dieser Skin ist... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Mann, werden die kacken? Oh Gott, der geht rein. Ist auch noch ohne mich. Er scheint aber zu leben irgendwie. Das ist gut. Das ist sehr gut. Er hat irgendwie überlebt. Das ist gut für uns. Das können wir eigentlich einfach hier versuchen, ihn zu... Wir müssen ihn irgendwie hitten. Nee, wir treffen ihn nicht. Wir setzen Stun. Wir setzen Stun. Und... Dann habe ich ausgerechnet den Stun getroffen. Wie geil. So, jetzt wird's wild für die beiden da oben. Die haben jetzt gar keinen Bock auf die Ult, aber... Oh, kacke, es gibt noch so einen Spike plötzlich angeflogen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nice. So, zack, auch für den ist es over. So, und jetzt kommt keiner. Wir warten. Da, da ist er doch. Zack, gestunt. Da, da ist er doch. Mortis, das ist okay. Mortis. Jawohl. 15-0, sehr schön. Und wir haben noch einen Star-Drop. Münzen. Wir haben Katzenbanditin Jessie. Für diesen Skin musstet ihr einfach mal die WM in Brawl Stars 2022 richtig tippen. Und schon habt ihr einen Gratis-Skin bekommen. Und es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht für uns aus. Wir healen jetzt hier. Und wir sind hier im Rennen. Okay, wir setzen mal die Station hin, dass sie irgendwie abgelenkt werden. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, guter Heal. Und der Skin ist ohne Witz auch übel nice. Ne, muss man wirklich sagen.
Also ich denke, dass das Kind von der Seltenheit als nächstes kommt. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Oh je, das sieht jetzt aber echt nicht so reich aus, ehrlich gesagt. Colt sollte mir nicht zu sehr angreifen. Oh Gott, Bass kann auch die Ult laden. Wir müssen halt eigentlich nach oben schießen, ne? Das ist eigentlich die einzige Option. Oh, ich habe den gefinisht. Ey, wie geil. Ich denke, da hinten wären ganz viele Kisten gewesen. Die sind bestimmt jetzt eh schon weg. Ja, lass da wegbleiben. So, einfach hier Abstand vom 14er-Team. Und jetzt hier noch eine Station rein. Gadget zünden. Oh mein Gott, die wird so geroastet werden. Ah, nee, schade. Aber wir müssen irgendwie diese Eve rausnehmen. Das gibt's doch nicht. Wir zünden einfach das Geschütz. Das hat die 8 Cubes. Das kann doch nicht sein. Was ist denn hier los da hinten? Ja, Platz 2 ist auch gut. Der nächste Win ohne Quest geschafft. Wir kommen zu Brawlern aus Challenges. PSG Mike zum Beispiel. Krieger Bo. Und wir gehen aber mit PSG Shelly. Wie viel Luck können die bitte haben? Oh mein Gott. Es sind nur Büsche einfach. Ich meine, wir sind eine Shelly. Wir müssen es. Kommt drauf an, wenn wir die Ult jetzt nicht schnell kriegen, wird es schwierig. Ich will mich eigentlich ungern zeigen, aber wir müssen. Oh Gott, jetzt habe ich Lags. Nein, nein, nein. Jetzt keine Lags. Oh je. Oh, das ist richtig kacke. Das ist richtig kacke jetzt. Willst du mich verarschen? Das ist so unlucky. Oh mein Gott. Okay, wir chillen jetzt einfach im Busch und hoffen. Boah, das wird so. Da sind überall Searches und Shellys, als ob die alle auch Shelly haben. Das ist unlucky. Da. Da. Zack. Okay. Und wir snipen hier nochmal ab. Daneben. Jetzt. Daneben. Ich mache einfach Auto-M. Okay. Oh, let's go. Wie sind wir in Showdown gekommen? Passt auf. Oh mein Gott, das war eine Ult. Ich hätte die fast beide bekommen. Ohne Witz, zwar ganz knapp, aber wir haben gewonnen. Egal. Oh, selten. Der nächste Star-Drop. Okay, komm. Mal ein Legendärer. Komm, ich hatte schon einen Legendären. Super selten. Super selten. Super selten. Aber was hattet ihr schon so für Star-Drops? Ich habe gehört, viele hatten schon einen Legendären, ne? Wir kommen zu den Brawl-Pass-Skins. Die hat man aus dem Brawl-Pass bekommen. Steht auch dabei sogar. Händler Gale, der erste Brawl-Pass-Skin. Dadurch, dass das der erste Brawl-Pass war, sollte das der, ja, mit der häufigste Skin auf jeden Fall sein. Ich meine, man konnte den Brawl-Pass ja auch Free-to-Play, man kann den Brawl-Pass ja sogar Free-to-Play kaufen. Und das war so ein Hype damals, das weiß ich noch. 50.000 Live-Zuschauer bei Pookie. Das werde ich nicht vergessen. Ich meine, überleg mal, 50.000. Das ist crazy. Und damit auf jeden Fall auch eine der häufigsten Skins bis heute im Spiel. So, wir mischen uns hier schon mal schön ein und... Arsch mich, nee, bitte. Das sind jetzt meine Cubes, ohne Witz, das kann jetzt nicht sein. Hat er noch ein Gadget gesetzt und die Ult? Kunde, der verkackt gerade ein bisschen. Der Cornelius hier, ne? Okay, passt auf, wir ulten den. Jetzt habe ich ihn weggestoßen, bin ich dumm. So, die Pam will es auch wissen. Ach komm! Mann, jetzt hätte ich die fast gehabt. Jetzt ein bisschen tricky vielleicht, ich heal am besten hier so ein bisschen. Am besten mache ich eigentlich den Play. Das Ding ist, ich outrange ihn halt, ne? Also, genau, das meine ich. Sehr schön. Jetzt kann ich eigentlich die Ult einfach setzen. Boah, das war so knapp. Mann, Digga, was will denn der Crow jetzt? Das kann nicht sein. Wo ist überhaupt mein Mate? Da. Da war die Verzweiflung spürbar. Digga, es ist so. Er läuft einfach noch in zwei Teams. Wieso? Warum macht er das? Der erste Skin ist Einhorn Bonnie, den wir heute haben. Ist ein cooler Skin. Gerade erst rausgekommen. Sehr, sehr nice. Da sehen wir ihn. Zeig dich. Wie immer, falls ihr euch irgendwas in Brawl Stars kauft, denkt gerne an Creator-Code Jojonas. Vielen Dank, ist völlig kostenlos. Bei den Brawl Pass Skins haben wir eine riesige Auswahl, weil ja jeder Brawler auch seinen Skin hatte. Und es gab auch noch einen weiteren Skin jeweils. Zum Beispiel Surfer Karl. Denn es gibt ja nicht nur einen, sondern gleich zwei Skins im Brawl Pass. Einmal den auf Stufe, keine Ahnung, welche Stufe ist das? Auf Stufe, also Stufe, yo! auf Stufe 1 gab es den sogar immer, glaube ich, direkt, oder, den Skin? Crazy. Was macht mein Mate da? Das ist halt richtig... Der denkt, oh, er könnte mich killen. Oh, shit! Ja, okay, wir haben gewonnen. Das ist ein crazy Road. Okay, das ist wirklich verrückt. Da ist einfach noch eine Kiste. Oh mein Gott, wie random. Aber wir kriegen auf jeden Fall die Cubes hier. Schaut es euch an, das wird ein easy win werden jetzt. Zack. Der denkt, er würde gewinnen. Yo, die sind nett. Ey! Der Edgar, da versucht es auf jeden Fall, mich zu treffen. Jetzt habe ich aber ein Energy... Oh, shit. Ist halt gar nicht mal so leicht zu treffen irgendwie. Jetzt... Ey, die Runde ist ja komplett verrückt. Was ist das denn? Also, schaut euch das jetzt an. Ey, komm nicht ran. Der Edgar versucht nochmal zu jumpen. Ja, nee, nee. Schalten wir easy aus. So, ganz verrückte Runde, aber wir haben den nächsten Win. Und damit kommen wir zur ersten Stufe der Pay-to-Win-Skins. Und zwar haben wir die seltenen Skins. Dann lass mich mal hier durchscrollen, was ich jetzt hier nehmen möchte. Ich denke, viele hätten Bock auf Cordelius. Wir sind drin. Und ja, Cordelius oder halt der seltene Skin, die muss man im Shop kaufen. Das heißt, dafür müsst ihr wirklich Gems ansparen. Und das machen natürlich deutlich weniger, als einen Brawl Pass zu kaufen. Das heißt, das sind jetzt wirklich die Skins, die, sagen wir mal, Pay-to-Win sind, ne? Gut, ich meine, wie viel Gems kostet der? Ich glaube, 30 kosten die seltenen Skins. Das ist noch im Rahmen, aber jetzt bin ich mal gespannt. Oh mein Gott. Lost. Passt auf. Die Cubes verschwinden auch.
Und wir jumpen nochmal. Ey! Zack. Ich wollte gerade sagen, wir sind Showdown. Ist das verrückt? Ist das wirklich verrückt? Ist auch die langweiligste Stufe mit den seltenen Skins. Aber Hauptsache wir gewinnen. Let's go. Mach mal Mate überhaupt irgendwas? Irgendwie nicht, ne? Da. Keine Ult mehr möglich. Und wir haben gewonnen. 6 zu 0 haben wir Kills gemacht. Von selten gehen wir jetzt zu super selten. Jetzt wird es schon langsam echt seltener. Boah, die Auswahl ist halt krass. 103 Skins. Boah, ich sehe direkt hier Zombibi zum Beispiel. Gespenst Squeak ist cool. Let's go. Ey, ohne Witz, der Skin ist eigentlich übel krass für 79 Gems. Ich meine, er schießt auch so Geister. Ey. Boah. Wie krass. Wie verbuggt der Crow im Jump aus. Habt ihr das gesehen? Tut mir leid, ist mir so... Okay, alles gut. Wir sind hier zusammen wieder. Jetzt jump nicht wieder. Nein. Oh mein Gott, okay. Jetzt lass das Jump-Hit nehmen. Komm mit. Okay, sehr gut. Der Crow splittet... Oh mein Gott, sorry. Ich komm zurück. Der Crow splittet sich einfach immer auf. Nein, jetzt bin ich schuld, wenn er stirbt. Jetzt bin ich sowas von schuld. Oh mein Gott. Ja, den Loose muss ich nehmen. Das war mein Fehler. Wir haben noch einen Skin für Squeak. Der kostet uns aber 2500 Clubmarken. Extra fürs Video. Gebe ich das jetzt aus. Ich finde den Skin eh nice. Und da sehen wir ihn einmal. Kartoffel Squeak aus der Club-Serie. Wir haben Zombibi. Auf geht's. Zombibi als nächster super seltener Skin. Der sieht auch ohne Witz. Oh nee, Digga. Sekunde mal. Ah! Minus 8. Nein, ich habe auch um Trophäen gespielt. Ich bin so doof, Alter. Was mache ich? Ich kaufe mal diesen epischen Pin hier. Na schön. Dino Leon. Let's go. Dino Leon, auch ein super seltener Skin. Auch wie ich finde, total krank underrated. Also der müsste auf jeden Fall teurer sein, finde ich. Aber ich bin froh, dass es den so günstig gibt. Für 79 Gems, müsst ihr euch überlegen. Das ist crazy. Okay, was wir jetzt am besten machen? Wir... Oh mein Gott. Ich habe gerade den Schatten losgeschickt. Digga, du kannst ihn doch easy killen. Was machst du denn? Dash doch. Jetzt. Dash noch. Alter, der kann den Brawler auf jeden Fall gar nicht spielen. Okay, alles gut, wir sind zurück. Aber wieso... Also das hat mich gerade echt sauer gemacht, ne? Ich meine, der Konter... Auch die ist... Oh mein Gott, das ist gut für uns. Lass den Schatten wieder... Oh Gott. Digga, jetzt mach doch mal was. Hab mich unsichtbar, das war auch dumm. Okay, er macht den Kill. Er macht... Die Runde war so schmerzhaft. Wir müssen diesen verschwitzten Leon-Pin kaufen. Para UQMs. Auf geht's. Jetzt müssen wir wirklich gewinnen. Die super seltenen Skins machen uns hier echt Probleme. Da haben wir eine Mortis in der Runde. Das ist eigentlich in Ordnung. Ja, wobei Mortis ist eigentlich echt kacke aktuell, aber mal schauen. Also, wir sind im Busch. Und, Digga, jetzt jumpt doch nicht ohne mich. Oh. Ja, mein Mate ist auf jeden Fall sehr solide mal wieder. Der springt irgendwo hin. Oh, da sind ganz viele Cubes, sehe ich gerade. Okay, mein Mate ist... Ich wollte gerade sagen, da war nicht hingehen eigentlich. Oh Gott, aber ich kann ihn killen. Ja, aber ich sollte weglaufen lieber. Die sehen mich jetzt auch. Okay, das könnte sogar ganz... Okay, das ist fast der Kill gewesen. Was soll ich machen? Dann kaufen wir uns so ein schönes M-Spray. Eva-Banditin Bell. Auf geht's mit Bell. Hier um Trophäen müssen wir gewinnen. Gerade eben die eine Runde habe ich ja ganz schön verkackt, als wir um Trophäen gespielt haben. Also muss ich jetzt umso besser spielen. Aber wir kriegen schon mal einige Cubes. Aha, wir können jetzt hier nämlich die Bouncer ausnutzen. Die werden nämlich auch auf sie dann überbouncen. Und das... Oh mein Gott, sie checkt es nicht so ganz. Oh, ich glaube, sie kann langs durchschießen. Oh, yes, let's go. So, hier, zack, schön die Cubes genommen. Und jetzt können wir auch hier unserem Mate richtig gut helfen. Ich bin in einer extrem ekligen Position jetzt, aber okay, sehr gut, ich bin rausgekommen. Wichtiger Hit hier auf den Mr. P, die bouncen jetzt weiter. Wir kriegen jetzt hier die Ult Stück für Stück. Nein, Digga, wie kannst du das sterben? Oh Gott, ich habe noch gekillt. Okay, das erste Team ist down. Das war jetzt halt, oh, das war so dumm, Alter. Wieso, wie kann er da sterben? Verarsch mich. Oh mein Gott. Reese, oh mein Gott, ich habe beide gekillt. Ich habe die ja so hops genommen. Ich habe noch eine Falle schnell gesetzt gehabt. Setzt jetzt noch so einen wütenden Emoji. Ich müsste sauer sein. So, da unten ist noch ein Team. Die können wir uns eigentlich sehr, sehr entspannt holen. Digga, was macht mein Mate schon wieder? Ah, ich krieg die Krise. Mit dem Bounce habe ich noch den anderen Mate bekommen, wenigstens. Dann, wo ist der? Er ist doch immer nicht, okay. Hier war es eine kranke Runde hier. Der ist raus. Jetzt muss ich noch den anderen rauskriegen. Wir setzen noch eine schöne Falle dazwischen. Schießen nochmal nach oben. Jetzt drücken wir Auto-M für die Markierung. Nee, nicht getroffen, egal. Der ist auch raus. Oh mein Gott, die Runde ist so intens. Let's go. Carried. 16 Cubes. Schaut jetzt auf die Stats. 7-0. Mein Mate 0-3. Wichtige Trophäen hier. Wir kommen zu den 127 epischen Skins. Das hier ist diese Auswahl. Mal durchscrollen. Okay, die geht sehr... Junge. Das ist crazy. Ich schau mal, was ich nehme. Laterne Sandy. Auf geht's. Wir haben direkt hier schon mal 2 Cubes. Und wir haben tatsächlich auch eine Sandy im Team.
Wir sind Sandy, wir haben eine Bee im Team, so rum. Junge, was machst du da? Wieso campt er denn jetzt? Okay, wir gehen weiter, sehr gut. So, dann hier einfach ganz entspannt. Einmal schon mal... Macht die da? Sehr gut. Unsere Ult aufladen. Alter, die achtet auch null auf mich, ne? Ich hasse sowas. So, aber hier können wir den easy sogar fast schon mal killen. So, jetzt machen wir uns einmal unsichtbar. Jetzt sind wir hier einmal schön drin und den slowen wir einmal. Haben wir den auch, wunderbar. Junge, mein Teammate, ich weiß nicht, der ist irgendwie für sich so. Hallo, wir sind ein Team. Hallo. So, da unten ist die Shelly wieder, wunderbar, da können wir... Junge, er läuft schon wieder weg, warum denn? Warum bleibt er nicht bei mir und wir könnten das Team so... Ach, scheiß drauf. So, er ist tot, Überraschung. Und ich lebe noch. Wir gehen jetzt einmal hier in die Mitte und machen uns unsichtbar. Und durch diese Kästen ist es jetzt nicht mehr ganz so nice hier drin. Okay, ich wollte mich hier so ein bisschen ransneaken, hat eigentlich nicht ganz geklappt. Oh, der hat auch nicht ganz hingehauen. So, mein Mate ist mal wieder down. Chillig. Und wenn die jetzt hier fighten und bitte einfach gegenseitig killen. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Ja, nein, das gibt's nicht. Leute, ihr müsst euch gegenseitig killen. Zack. Jawohl. Schön. Alter, das war so ein... Wir müssen mal gleich die Stats nach der Runde anschauen. Das war so ein Hard-Carry. Wir haben sogar gewonnen. 5-0-0-2. Wir kommen zu den mythischen Skins. Da gibt es nur 3 Stück aktuell. Zeus Brock ist schon geil. Let's go. Und damit starten wir rein mit Zeus Brock. Und wenn wir jetzt gewinnen, sind wir schon bei den legendären Skins. Und dann ist es nicht mehr weit, bis wir zu den Skins kommen, die noch nicht draußen sind. Okay, da ist Teddy Sam. Eigentlich ein ganz cooler Skin. Den können wir schon mal ganz gut treffen hier. Sehr gut. Digga, lauf da nicht rein. Oder lauf da doch. Lauf da rein. Lauf da rein. Ja. Oh Gott. Weg, weg, weg. Sehr gut. Und er kriegt natürlich die... Was macht mein Mortis schon wieder? Wieso hat er sich die nicht... Ich check's halt manchmal nicht. Wisst ihr, er dasht erst rein und dann, wenn er die Cubes da liegen, dann läuft er natürlich weg. Sehr schöner Kill jetzt hier. Wir ulten nochmal schön drauf. Volltreffer, sehr gut. Ein Mate geht hier leider down am anderen... Oh, was will der Cold denn jetzt bitte? Verarschen eigentlich? Die Ult war schlecht, die war panisch. So, was wir jetzt machen, wir greifen schön den Cold hier an. Der Cold ist down und wir sind Top 2. Sehr gut. Eigentlich ist unser Mate, glaube ich, jetzt hier nicht viel machen können. Ja, der ist down. Ich probiere es nochmal. Irgendwie, vielleicht mit einem Jump. Ja, ist okay. Hauptsache, wir haben den Win. Und damit kommen wir endlich zu den legendären Skins. Und da ist die Auswahl halt absolut geil. Ihr seht hier, was es so gibt. Phoenix Crow, Robo Mike, Virus 8-Bit. Aber wir beginnen mit Goldmecha Crow. Denn früher gab es diese Skins ja noch für 50.000 Star-Punkte. Und dementsprechend sind die natürlich noch etwas häufiger als die anderen Skins vertreten, da viele die Skins auch noch von früher haben. Und ja, der Skin ist natürlich absolut geil. Das kann gut werden. Ah, schade. Nein, Tara ist jetzt... Ist sie down? Ja. Oh, da ist ein 8-Bit. Ich versuche mal so ein bisschen zu ärgern. Wir müssen nur aufpassen, dass wir darüber nicht... Ja, nee, alles gut. Und es gibt tatsächlich Energies auf der Map. Das wusste ich gar nicht. Mein Mate läuft erstmal rein, so wie es aussieht. Da außen sind 4 Cubes auf dem... Oh mein Gott, das sind 4... Oh. Wir laufen wieder raus. Wir hätten drin bleiben können, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir dann gestorben wären. Also lieber nicht reinlaufen. Und hier müssen wir die eigentlich outrangen können, oder? Ah, die kann rausjumpen, aber... Oh, das wollte ich gar nicht. Sehr gut, wir leben. Schild, Hilfe, was mache ich? Ich glaube, es war es normalerweise. Ult, Ult, Ult. Leider verloren. Kein Problem, denn wir haben auch noch Goldmecha Bow. Let's go. Goldmecha Bow war der andere 50.000 Star-Punkte-Skin. Ich habe ihn als allererstes sogar gehabt. Also noch vor dem anderen, oh Gott. Setz mal ein Gadget schneller dazwischen. Setzen uns mal die Minen hier dazwischen vielleicht. Ja. Digga, er rollt schon wieder rein. Was ist denn bei ihm bitte falsch? Er kann schon wieder rollen. Oh Gott, oh Gott. Oh je. Und er ist down gegangen. Wichtig. Ich habe die Minen noch rausbekommen. Dann warten wir kurz. So, er muss es eigentlich jetzt checken. Sehr gut, danke. Und er hat die Minen geholt. Die Cubes. Das gibt's nicht. Ich wollte gerade sagen, da ist was. Aber leider, leider. War dann Jean, hat scheinbar da drauf gecampt auf die Dinger. Aber geht. Oh, da hinten geht's ab. Ich höre es. Nein. Dreckiger Abstauber. Wir werfen nochmal die Minen jetzt hier rein. Ja, shit. Ja, null Chance, aber ist auch in Ordnung. Der nächste Win. Und damit kommen wir zu den anderen legendären Skins. Und hier suche ich mir mal Mecha Mortis aus. Oh je. Ja, das kann aber jetzt was werden. Lass am besten hier drauf dash. Das war nicht so schlau. Ich kann ja Leon ist da carryen. Das ist unsere einzige Chance. Er macht das echt gut. Er ist irgendwie die ganze Zeit außerhalb vom Fight. Wie auch immer er das macht. Aber er macht das gerade übertrieben gut. Hilfe. Wir sind immer noch... Yo, was macht er? Jetzt bin ich gleich zurück. Passt auf. So, jetzt passt auf. Jetzt warten wir ab und gehen lieber wieder weg, würde ich sagen. So, und jetzt müssen wir den hier angreifen. Das ist unfassbar. Absolut geile Runde, wie ihr seht. Oh. Das hat mein Mate aber komplett gecarried. Schaut euch an. Oh, stark. Er macht sich unsichtbar und... Oh, bitte, das sind 2 Sekunden. Ey, Junge, WTF ist ja gut.
So, jetzt kann ich hier tanken und... Ja, gut, er respawnt jetzt hier nochmal natürlich. Aber jetzt, zack, let's go. Das ist... Ja, das ist... Platz 1. Ihr denkt, wir haben jetzt alle Skins hier gehabt. Aber wir haben tatsächlich noch einen ganz besonderen Skin übrig. Und zwar habe ich tatsächlich... Wahrscheinlich den seltensten Skin aktuell im Spiel, und zwar Star Shelly. Diesen Skin habt ihr nur bekommen, wenn ihr 2018 schon Brawl Stars gespielt habt. Das Ganze habe ich schon gemacht, zum Glück. Also noch vor der Brawl Stars Beta damals, bevor es global veröffentlicht wurde, habe ich schon Brawl Stars gehabt. Und dementsprechend habe ich auch diesen Skin, den nur sehr, sehr wenige Leute haben. Und damit geht es los. Wir machen nochmal eine Solo-Showdown-Runde, dachte ich mir, für die Abwechslung. Also ich sag ehrlich, der Skin sieht es gar nicht mal so special aus, ne? Aber er ist halt ganz besonders. Er ist halt der OG Brawl Stars Skin. Er kam danach auch nie wieder in den Shop, soweit ich weiß. Also, ja, crazy. Den Skin haben wirklich halt nur die ganz alten... Wer denn jetzt? Die ganz alten Brawl Stars Spieler. Ich weiß nicht, was der Jester jetzt vorhat. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Oder läuft er jetzt wieder raus? Das Ding ist, wenn wir die Ult haben, ist halt sehr, sehr krass für uns, weil wir sehr stark mit unserer Ult sind. So, wir gehen mal mit Auto-M drauf eigentlich. Wir ulten sogar noch. Und finish. Ja, kann man sich nicht beschweren. Ne? Jetzt haben wir 4 Cubes, haben den Chester rausgenommen, kriegen auch noch die Kiste. Mann, viel besser kann es eigentlich nicht laufen. Wieso schwebt der Cordelius in der Luft? Sieht das? Was? Seht ihr das auch da oben? Der schwebt doch in der Luft. WTF, wie genau ist das denn passiert? Ja, wie ihr seht, die Teams so richtig dreckig miteinander. Das ist echt räudig ohne Ende. Und Cordelius schwebt immer noch in der Luft. Ist es bei dem Skin so? Nee, den habe ich auch schon gespielt. Okay, die helfen sich jetzt hier scheinbar gegenseitig. Ich laufe jetzt einfach mal von denen weg, weil... Oh, sehr gutes Timing. Oh Gott, das ist eine Ems. Man sieht das so schlecht an dem Skin. So, wir haben jetzt zwar die Ult ready, aber ihr seht, die Mitte besteht halt aus einem absolut ekligen Haufen an räudigen Teamern. Deswegen gehen wir am besten... Oh, lol, die haben sich... Oh, die killen sich gegenseitig, endlich. Zack, zack. Und es snipen wir die nochmal ab mit Auto-M geht es einfach, mit dem Gadget. Ranlaufen, ranlaufen. Bisschen unlucky, aber Platz 3 ist nice. Wir starten rein, wir sind jetzt auf dem Dev-Bild und haben jetzt hier alle Skins, die noch nicht draußen sind. Und ich dachte mir, als Anfang wäre doch am coolsten, Dog zu nehmen. Der Brawler ist ja noch nicht draußen. Und direkt den Skin. Den kaufen wir uns einmal, den Draco Dog Skin, der ist selten. Und damit noch der günstigste der neuen Skins praktisch. Los geht's, damit sehen wir jetzt hier die Skins und haben auch direkt den ersten Kill. Und ja, das sollten wir eigentlich easy schaffen. Kill Nummer 2, wir healen uns auch hoch und haben auch den Hotdog vor allem. Und wir kriegen die ganze... Ah, oh, da kriegen wir nicht die ganze mit. Wir machen den Doppel-Hotdog-Angriff. Und wir machen mal den Hotdog zum... Ne, den haben wir gar nicht gebraucht. Und der letzte Gegner. Bei den epischen Skins haben wir gleich mehrere zur Auswahl. Ich habe mich jetzt hier für den neuen Surge-Skin entschieden. Und zwar den Octo-Surge. Den sehen wir einmal hier. Der hat auch den Skin-Contest gewonnen bei Supercell Make von Designern. Der ist geil. 149 Gems. Der Skin kommt erst Mitte August raus. Und wir können ihn jetzt schon spielen. Und danach gibt es nur noch einen einzigen Skin. Wenn wir gewinnen natürlich. Der seltener ist nochmal. So, hier schon mal hoffentlich der erste Kill. Und yes. Und das Upgrade sieht auch übel geil aus. Da kommen überall so Kraken... Arme. Octo-Arme? Ich weiß nicht, wie man es sagt. Raus. Und hier können wir uns perfekt einmischen. Machen nochmal die Ult drauf. Und was geht eigentlich in der Lobby ab? Hier sind alle gerade auf einem Haufen die ganze Zeit. Das müssen wir... Oh mein Gott. Jetzt war ich fast zu offensiv. Oder ich war vielleicht sogar zu offensiv... Aber ich glaube, damit ja, haben wir, so wie es aussieht, den nächsten Win. Wir kriegen auch einen Anker übrigens beim letzten Upgrade. Ne? Das letzte Upgrade ist immer deutlich geiler. Damit haben wir den vorletzten Win. Denn Mac hat einen neuen Skin rausbekommen für 200 Gems. Und zwar einen mythischen Skin, den Megalodon-Skin. Viele haben sich schon gewünscht, dass ich den Skin pushen werde. Soll, wenn er rauskommt. Das werde ich auch machen. Aber jetzt können wir den Skin schon mal spielen. Da ist er ausgewählt. Geiler Skin mit dem Schiff. Let's go, da sind wir drin in der Runde. Wir spielen gegen den Piper. Okay, das wird easy. Schaut euch auch die Animationen an. Ne? Die sehen halt schon sehr... Ich habe daneben geschossen, perfekt. Die sehen halt schon sehr, sehr geil aus. Ich kann ja gerade nochmal hier zum Zeigen schießen. So, das sind so grüne Schüsse und sie ist halt so ein riesiges Schiff. Und vor allem hat Merk ja auch ab jetzt von Anfang an ihre Ulti. Hat sie halt jetzt schon seit einigen Monaten. Und so wie es aussieht, könnten wir die Mitte kriegen. Wir nutzen mal ausnahmsweise unsere Ult dafür. Denn damit können wir 4 Kisten auf einmal treffen. Okay, das ist crazy. Let's go. Die Piper können wir auch nochmal rausnocken. Und damit der letzte Gegner ist der Frank hier. Wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Okay, der läuft rein und... Oh, die Ult sah auch nochmal geil aus, ne? Und damit haben wir den letzten Win. Wir haben alles ganz geschafft. Im Abspann seht ihr, wie ich auf jede einzelne Brawl Stars Animation der letzten 5 Jahre reagiert habe. Und zum anderen, wie ich eine Challenge gemacht habe, dass mit jedem Sieg mein Brawler seltener wird. Also ähnlich wie die hier. Schaut gerne vorbei. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.